Andi, wie heißt du? Die hat einen anderen Namen eigentlich. Das ist ein Und hier haben wir jetzt keinen so spektakulären Motorsound. Ich kann Ihnen ein bisschen was. 120 NG ist hervorgegangen aus der Krupp D500 Accurate, ein Flugzeug, das Ende der 80er, Anfang der 90er entwickelt wurde für die Höhenaufklärung im militärischen Bereich. Und wenn Sie jetzt das Profil des Flugzeugs sich anschauen mit dieser enormen Spannweite von 30 Metern, ist auch klar, wofür es konzipiert wurde. Es sieht fast aus wie ein Segelflugzeug und es ist für sehr große Höhen, weit, weit über 60.000 Fuß entwickelt worden. Um in diesen großen Höhen Aufklärungsarbeit zu leisten, und das macht natürlich Sinn, denn je höher das Flugzeug ist, umso weiter kann man schauen auf der nun mal nicht geraden, sondern kugelförmigen Oberfläche der Erde. Das ergibt sich durch die Physik. Und so war dieses Flugzeug Anfang der 90er Jahre ausgelegt für die Bundeswehr, um Höhenaufklärung in Höhenbändern zwischen 70 und 75.000 Fuß zu fliegen. Bei einer Missiondauer von 12 Stunden sollte die Bundeswehr 14 Maschinen dieses Typs bekommen, um eigene Aufklärungsarbeit zu leisten in Richtung des Warschauer Pakts. Das hatte sich natürlich durch die Wiedervereinigung mehr oder weniger erledigt. Trotzdem hielt man an dem Projekt fest, bis dann, vielleicht die ein oder andere erinnert sich noch, die sogenannte Streibel-Affäre mit der Firma Krupp und dem Bayerischen Ministerium und anderen Involvierten dazu führte, dass das Projekt gecancelt wurde. Ja, zu der Firma Krupp gibt es hier auch tatsächlich einen lokalen Bezug. Die Firma Krupp hat in den 70er Jahren den Flugzeugbau mit dem Segelflug begonnen. Klaus Holighaus und Burkhard Krupp kannten sich und Burkhard Krupp wollte in den Flugzeugbau einsteigen als Maschinenbauer und hat als erstes Flugzeug in seiner Firma den Standard Cirrus, das ist ein Segelflugzeug mit 15 Meter Spannweite, in Lizenz gebaut. Später hat er dann eigene Konstruktionen, die berühmte Astia-Familie gebaut. Das sind Einsitzer und Doppelsitzer, die insbesondere zur Schulung eingesetzt worden sind. Auch unsere Fliegergruppe hier hat einen solchen Doppelsitzer, setzt ihn hier für die Anfängerschulung ein. Ja, und vielleicht auch noch einen Hinweis an die Fotografen mit einem besonders großen Teleobjektiv. Wie wir eben gehört haben, ist die G120 Krupp ein Flugzeug für besonders große Höhen. Nach dieser Vorführung wird dieses Flugzeug in ca. 13 Minuten auf 50.000 Fuß, das entspricht ungefähr 15 Kilometer Höhe, steigen. Und wir prämieren das schärfste Bild in dieser Höhe mit einem Rundflug auf einem Flugzeug Ihrer Wahl. Marktlücke erkannt und hat die Krupp G500 Accurate neu aufgelegt als G520 NG. NG für New Generation, hat sie etwas weniger motorisiert, sodass die zivile Zulassung jetzt nur noch bis 45.000 Fuß geht. Und das sorgt für deutlich verringerte Kosten, da bis 45.000 Fuß kein Druckanzug und sogenannte Überlebensausrüstung für die Piloten gebraucht wird. Also hier jetzt nochmal im Anflug von links nach rechts in seiner vollen Größe die Krupp G520 NG. Jetzt anschauen, die untere Seite des Rumpfs, dieser graue Bereich, ist komplett leer. Das ist der Bereich, an dem sich die einzelnen Kunden aussuchen können, welche Sensoren, welche Aufklärungspakete, was alles soll.